für den Polesetter mit der Nummer 99. Wie gestern auf Platz Nummer 1 beim Start. Dann hat es nicht ganz geklappt. Die ganze Geschichte auch bis über die Ziellinie. Jetzt bereiten wir uns mal auf den Start vor. Alle 16 Autos stehen da in ihren Startboxen. Noch nicht ganz. Alle 16 BMW M2 stehen, dann geht der Blick auf die rote Ampel, 5 Lampen gehen an und wenn die Lichter aus sind, dann ist das Saisonfinale im BMW M2 Cup auf dem Nürburgring freigegeben. Los geht's! Der Sprint in Richtung der ersten Kurve, der Grundigkehre, da wird's eng, da wird's scheppern, zumal alle Reifen noch nicht richtig auf Temperatur sind. Mit der 7 Salmon Ovega zieht da gleich nach vorne und wagt den Angriff auf Nicolas Hanke in der 99. Theo Oeberhaus hat richtig Boden verloren. Auf der Ebenbahn geht der Mann in die Richtung mit einem schönen Drive, aber vor ihm kämpfen zwei andere um den Kopf. Michael von Xavier mit Abflug und Einschlag in die Reifenstapler ausgangs der Grundigkehre. Osten ist der erste Spitzenreiter, weil der ganz, ganz clever außen rumgefahren ist. Doppelgelb rund um die Strecke, Hanke und Ovega, die sind wieder null und nichtig. Und das Rennspeed über die Linie, allen voran Maxim Osten in Führung vor Hanke und Ovega in Gelb, überaus dahinter in Grün, Attacke jetzt in Richtung Kurve 1. Sehr gut gelöst von Maxim Osten, hat ein paar entscheidende Längen Vorsprung beim Einbiegen in die Ovega mit dem Weitkant ist da nicht sehr weit. Der silbernen 99er BMW. Die Nase vorn, Theo Überhaus wartet dahinter, sucht den Windschatten und geht auf der Außenbahn noch vorbei. Also drei gerade nebeneinander im Anflug auf die Grundigkehre. Absolut fantastisch. Direkt nebeneinander bei 225 Sachen, die gerade unter Ovega im Feuer weiter. Und dann noch einig werden, um Rang 3 Reiter in die Karten. Ja, und auch da hinten Seite an Seite die 43 vom Vizemeister in Spee, Fabian Kreim und Colin Caressani auf der Innenbahn mit der besseren Linie beim Anbremsen auf die Grundigkehre. Er wirft den Anker auch etwas später mit dem Wachpunkt mit dem Caressani also auf jeden Fall mal vorbeigegangen an Fabian Kreim und dann da ist er zwischen Mittel und dem neuen erklärt. Etwas weniger Luftdruck. Geht das Auto am Anfang gut, am Ende schlecht oder andersrum? Bisschen mehr Luft und dann hast du länger was von deinem Reifen. Du kannst vor allem in der Schlussphase nochmal richtig Attacke reiten. Wir sehen es bei Überhaus oder vermuten, dass der mit dir weniger Luft reingepackt hat. Das ist richtig ordentlich, aber jetzt muss er sich nur noch verteidigen. Ist in Ordnung, wenn du in Führung liegst, aber ja, in der Innenbahn hat jetzt dann die Chance, beim Anbremsen auf die Grundigkehre innen daneben zu gehen und auch noch an Nick Hanke vorbeizukommen. Aber, das haben wir ja gestern gesehen, außenrum kann man eventuell mitziehen durch die Grundigkehre, um dann für Schöller wieder die Wettbewerbsfähigkeit zu haben. Achtung, da geht Kreim weiter, die Ecke fällt wieder vorbei und Hanke nutzt die Chance, um neben Kreim zu ziehen. Also Olli, jetzt wird es dann wieder richtig bunt auf den letzten Kreim innen rein gegen Nick Hanke vorm Schöller ist und geht er auf den Nürburgring, gleich kreuzt Überhaus die Linie zum vorletzten Mal und danach fällt die schwarz-weiß karierte Flagge. Bleibt das Ergebnis so, wie wir es gerade auf der Strecke sehen. Überhaus vor Osten, der probiert es außenrum in der Grundigkehre. Jeder weiß, der Schwung, nein, hat nicht geklappt. Ovega dauert dahinter auf einen Spieler der beiden Fahrenden. Aber der ist schon zu weit weg, um aus eigener Kraft nach vorne zu kommen. Für Überhaus, wer hier überfahren haben, Theo Überhaus kreuzt sie als erster vor Maxim Osten zum zweiten Mal gleich auf dem Podium. Du hast es angesprochen und Selman Ovega in dieser Saison zum dritten Mal auf dem Treppchen, diesmal auf Rang 3. Was für ein tolles Finale im BMW M2 Cup. Die Autos fahren über die Linie.